Oh. Der Fette ist wieder da, oder? Der Fette ist wieder da. Egal. Ich habe dich einmal gekillt. Ich werde dich nochmal killen. Oder auch nicht. Ja, brüll nicht so. Oh, du Penner. Entschuldige dich bei mir. Ah, ich habe vergessen, den zu scannen. Ja, dann ist es ja ganz gut. Ah, gut, stark aber langsam. Schlage zurück, nachdem du einen Angriff ausgewichen bist. Schnelle Hiebe und oder unkonventionelle Angriffe erzürnen und verwirren die Kreatur. Erzürnen, also. Ach so, da oben. Der Klang der Zerstörung. Der imperiale MK270 Pulverisator ist für Projektbohrer. Er ist für Projektbohrer von entscheidender Bedeutung, da die Eisbarriere in den Höhlensystem auf Zepho nur mit einem extremen Kraftaufwand durchbrochen werden kann. Selbst die Spezialsänge des Imperiums reichen nicht aus, um die Decke zu deckieren. So. Gut. Tschüss. So, okay, also alles klar. Nochmal hier. Jetzt willst du mich verarschen. Nein! Oh! Oh. Oh. Und jetzt kommst du. So. Ja. Kannst du ja noch nicht, kleiner Mann. Nein, da gehe ich jetzt nicht rein. Oder muss ich da rein? Wohin komme ich denn? Wenn ich den besiege, dann komme ich dahin. Verfügbar? Ich weiß, dass er verfügbar ist. Der geht auch hoch. Aber wo, das weiß ich nicht. Ah, das habe ich noch nicht erkundet. Alles klar. Dann. Ach krass, das da unten wird gar nicht angezeigt. Okay, dann. Ich schaue es einfach mal. Weil hier war ich nämlich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Okay, ich ja.
Gut. Ich lass mal das 1er an, weil das macht er gegen einfache Leute macht es mehr Damage. Ja. Grabungsausrüstung. Ja, liegt sie schon sehr lange hier, okay. Nein. Scheiße. Oh. Kein Geräusch. Einsturz der in die Überreste eines Stormtroopers. Er starb beim Einsturz des Gangs, der durch die Grabung des Imperiums ausgelöst wurde. Ja. Ja. Ohne Rücksicht auf Verluste. So, hier mache ich mal. Oh, ein Fertigkeitspunkt verfügbar. Dann mache ich den hier oder. Maximale Gesundheit ist auch praktisch. Ja, ich mach mal den. Ich bin mal. Oha. Okay. Übertreib halt. Ich ruhe mich mal nicht aus, weil ich muss wieder nach oben. Warte mal. Ah, das da, okay. Und so. Nee, das wird er nicht. Gut, dann Rutschenzeit. Ich liebe sie. Wenn es so weitergeht, dann mag ich sie wirklich. Aber nö. Juhu. Okay. Das war ja wirklich human. Vielen Dank, Spiel. So. Das macht man nicht. Du weißt doch gar nicht. Warte, Entschuldigung. Ja, wenn man richtig im richtigen Zeitpunkt blockt, ist es richtig, richtig geil. Aber ich bin da einfach zu doof dafür, irgendwie. Oder ich keine Ahnung, so Quicktimes. Ja, ich bin so schlecht. Ja, mal schauen. Oh nein. Was machst denn du hier? Wieso bist du hier? Was machst du hier? Was ist deine Bestimmung? Sieht aber schon irgendwie geil aus. Aber was machst du hier? Bist du beknackt oder was? Was? Wie jetzt? Wie du gehst einfach hier rüber. Was ist bei dir verkehrt, Junge? Das war ein fetter Abgrund. Naja, egal. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hingehe. Aber ja, mein. Okay. Was machen wir hier eigentlich gerade? Frage ich mich gerade aber echt.
Wow, nein! Wie soll ich ja mit gegen die bestehen ohne Heilung. Dein Ende ist gekommen. Auslöschungstrooper. Uiuiui. Ja, komm, also ich war fast tot und ne? Ja. Gut, also der Auslöschungstrooper, den müssen wir jetzt angreifen. Dann haben wir volle Lotte wieder. Wohin? Hierhin, ne? Nee. Doch. Ah, ja, genau. Wuhu! Aber das war ja nicht so schlimm. Oh. Oh nein! Entschuldigung! Da bist du ja runtergeplumpst. Gut, dann nächster Versuch. So, wir müssen jetzt den... Ja, klar. Okay, ich heile mich jetzt nicht, weil wir müssen ja den Todesding, den Vernichtungstrooper da nur angreifen und dann... Weißt du doch nicht. Ja, jetzt lass mich in Ruhe. Na gut. Ich brauch einen. Du langweilst uns. Ah. Hält dich zu. Er gehört mir. Wir waren zu schwach, um dich zu erledigen. Jetzt holt dich der Tod. Lauf nur! Du wirst nicht überleben! Brauch ein Sim! Bereit für die nächste Runde? Schneller als ich dachte! Ah, fuck. Das habe ich nicht gesehen. Was ist das für ein Gefühl, zu bluten? Boah, der ist schnell. Ich habe einen Truppler mit schwarz-roter Rüstung ausgeschaltet. Jedi auf Drucker. Auslöschungstruppler. Wir jagen ausschließlich Jedi. Kommen jetzt Inquisitoren? Möglich, aber Drucker ist weit weg. Vielleicht denken sie Auslöschungstruppler reichen. Oder sie bremsen dich absichtlich aus. Bleib wachsam. Ja. Ja, du darfst gern. Ah, das ist ein Grabungssäge, genau. Grabungssäge, die wurden gezielt für das Durchschneiden von planetaren Grundgestein entwickelt, um den Imperium-Zugang zu tausend von Kilometer unter der Oberfläche verborgenen Geheimnisse zu gewähren. Noch mehr Steine. Gut. Alter. Also, der war cool. Na gut. Vor allem, also, was war drin? BD-1-Skin. Vor allem fand ich's cool, dass, Ich, also der hatte eine richtig geile Verteidigung.
Aber als ich dann die Verteidigung durch hatte, dann und ihn einmal getroffen habe, er war ja tot. Das finde ich ja schon ein cooles. Ein ausgezeichneter Fund. Er bedarf meiner persönlichen Einschätzung. Okay, ein Werkzeug, das ein Arbeiter angesichts seiner Begeisterung über den rätselhaften Fund während der Ausgrabung zurückgelassen hat. Offenbar hatte er gefunden, wonach er sucht. Oder gesucht hat. Oh je, das ist nie gut. Wenn das Imperium das findet, was es sucht. Abkürzung freigeschaltet. Ach, jetzt sind wir hier. Dude. So. Hier sind wir noch nicht rein. Das heißt, wir ruhen uns nochmal aus. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt. Das ging ja schnell. So. Dann würde ich sagen, ja, wobei, Macht. Weil gerade hat uns im Kampf sehr die Macht gefehlt. So. Okay, dann nochmal dieser Schwabbel da Rotz da. Guten Tag. Junge, red ich doch nicht mit mir. So. Au. Mach das doch nicht. Stim, hierher. Voll im Bauchnabel gepiekst. Gut, ja, von da komme ich nicht mehr nach da. Deswegen muss ich komplett außenrum nochmal. Ah, schade. Wobei ich, ja, ich kann ja hier jetzt rumgehen. Dann nehmen wir nur eins. Wieso ist es manchmal so einfach und manchmal versage ich komplett? Da ist kein Eindringling! Gut. Hast du Angst vor einem Treffer? Du bist ja echt gemein. Oh Mann. Und da wollte ich so cool easy blocken. Nee, oder? Wieso sehe ich das erst jetzt? Aber das ist nur ein Skin. Ja, wobei. Jetzt nervt mich ja niemand mehr. Dann holen wir schnell das da. Und dann gehen wir endlich zum Aufzug. Alter, wieso sind hier so viele? Gut. Das war das. So, öffnen bitte. Hey! Was ist das, BD1? Ein Poncho.
Ich bin mal gespannt. Okay, schauen wir mal. Den da. Wieso ein Poncho? Ich zieh mal den an, aber ich keine Ahnung, warum man sowas einführt. Der muss ja jetzt zu meinem Outfit passen. Warum? Ja, vor allen Dingen die erste Kluft, sag ich mal, also die Lederjacke und so weiter ist super cool. Aber wieso holt man so ein Poncho? Vor allem, warum ein Poncho in verschiedenen Farben und nicht irgendwie ein Poncho und dann ein Jedi-Mantel? Hey, ich bin unter einer imperialen Ausgrabung. Sie sind viel weiter als gedacht. Das ist im Moment unwichtig. Das Imperium hat dich als den Jedi von Bracca identifiziert. Sie suchen bereits nach der Mantis. Oh. Sind wir mit der Mantis weg? Ein Triebwerkstart ist zu riskant. Durch die Entladung würden sie sofort auf uns aufmerksam. Komm so schnell wie möglich. Dann sind wir ja hier sogar... Ah! Wir kommen jetzt direkt zur Mantis. Ach, krass. Bitte einmal speichern. Und du kannst ausruhen. So. Ah, hier ist der Schneider. Kann ich... ja, ich kann hier nochmal runter. Ah, ich weiß nicht, wohin? Vor allem, ob ich dann wieder rauskomme. Gut. Batsch. Ja, das hat gerade nicht funktioniert. Nein. Oh, das... Oh Gott. Nein. Timing, Tobi, Timing. So. Ich brauch Medizin. Nein, ich Medizin, BD1. Manchmal. So. Oh, du willst mich doch verquaken. Ach komm. Du. Herzloses Stück Spiel. Wirf ihn her. Zeit für einen Stip. Vielen Dank. Feind nähert sich. Ich werde eine Lücke finden. Der Move ist geil. Wobei das Füße wegschlagen ist nicht ganz so realistisch. Aber egal. Gut, also. Ja, wir haben jetzt einen Weg zurück. Aber brauchen wir den? Das ist die ganz andere Frage. Und die Antwort ist nein. Gut, also. Ja, an sich hätte ich es mir denken können, aber ich habe nicht dran gedacht, dass hier noch so eine Rutsche ist. Aber bei den anderen war ja auch gleich daneben genau dieselbe Rutsche. Naja. Gut. So, also. Alter, hier, dieser Schneider, ne? Gut. Hier wär noch was. Hier, der da. Aber das können wir ja auch machen, wenn wir wieder zurückkommen. Also wir werden definitiv zurückkommen.
Weil hier gibt es einige Türen, die BD-8 aufmachen kann. Abkürzung freigeschaltet. Hier können wir links holen. Da wäre noch ein Ort. Ja, aber nee, das ist nur eine Abkürzung. Nach da. Und dann könnten wir sogar nach da. Nee, komm. Nee, okay. Nee, das ein Kampfläufer schießt auf uns und wir haben keine Waffen. Ein Kampfläufer? Er soll sofort sein Hinter... Durchhalten, bin unterwegs. Du weißt schon, dass wir gerade... Ah, da ist er. Du weißt schon, dass wir gerade vor Ort sind. Und dann sehen, dass es nicht so ist. Nein, nein, du. Oh. Ich wollte gerade ausweichen. Beziehungsweise ich habe auf die Ausweichen-Dinge gehämmert, aber gleichzeitig auf Angreifen. Also ich weiß nicht, was er. Also ich weiß, was er gewählt hat, unser Angriff, aber das war falsch. Gut.